Peace, ihr Pantoffeln, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Wir sind hier in unserer Heimatstadt und sind auf dem Weg an einen Ort. Oh, Flippergranaten. Ja, um Granaten zu werfen oder mies zu legen, rüste sie über den Pip-Boy aus und halte L alt gedrückt und lass wieder los. Okay. Ja, wir müssen über die Brücke zu einem Ort, den Cotsworth uns empfohlen hat. Da gibt es angeblich Menschen. Ich habe ja aber die Befürchtung, da sie mit Stöcken vertrieben haben, dass es keine sehr netten Menschen sind. Und warum zum Teufel muss es regnen? Regnet es bei allen am Anfang? Oh. Oh. Was ist das? Ja, ziehen wir den mal aus. Was ist das? Fleisch vom Mischlingshund. Das sieht doch nicht aus wie ein Hund. Sieht aus wie ein Mensch... mit dem Hundekopf. Boah, ist ja abartig. Oh, dieser Wind, ne? Ich werde bestimmt gleich schreien, ich merke schon. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Ja! Hallo! Eigentümer? Hast du kein Haarchen mehr, Kumpel? Nein. Okay, lass uns zusammenbleiben. Hey! Schau deinen Hund an und drücke E, um mir viele Befehle zu erteilen. Du bist ja süßer. Na komm mit. Bleiben. Los. Los. Hier drüben. Komm mal her. Du Schnuffu! Reden, handeln, bleiben, reden. Wie geht's dir, Kumpel? Egal, Tricks, wegschicken, holen. Egal, Tricks. Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? ja. Hey! Schön. Handel? Kann ich dem Stimbags geben? Gleich docken wir wieder Stimbags. Gib ihm mal. Na, ja, 3 Stück. Okay. Ich weiß nicht, ob er sich die denn selber gibt. Hey! Geh dorthin! Pass Warte da! Pass da auf! Ich guck mich um. Hat jemand ein Hähnchen gebraten? Alter! Lass meinen Hund in Ruhe! Hat er jetzt was gemacht? Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Gegner, Gegenstände, Behälter, Gegner? Na, böse Jungs in der Nähe, Kumpel? Was ist los mit dem? Aufgepasst. Folge. Komm schon. Der hat sich ja gar nicht bewegt. Hat er überhaupt gekämpft? Aber wo? Wo kam diese Familie von... Guck nach, ob der was Interessantes hatte. Schnapp dir was Nützliches. Oh, Butsu. Ja. Gott, ich finde das so toll. Du bist ja ein Feiner. Dorthin. Haben die alle her? Jetzt mal ehrlich. Irgendwie bin ich. Ja. Das mit den Befehlen für den Hund muss ich noch ein bisschen rauskriegen. Du passt auf, ne? Schnuggi. Gott. Guck dir das an.
Du hast gefunden? Ach, so Kochstation. Wieso immer nur der Hund? Ich will das untersuchen. Schau's dir an. Ich bin im Hundemenü gefangen. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Wegschicken? Egal. Was soll's, Junge? Ah, endlich. Folgt mir einfach. Folgt mir eigentlich, kleiner Fleischklopf. Folgt mir einfach. Milchautomat. Oh, Laborstation. Was kann man... Oh, Drogen. Drogen. Dimpack? Aha. Drogen. Mehr Drogen. Coca-Cola-Automat. Coca-Cola. Na du? Mein kleiner, treuer Freund. Ja, was denn? Hast du die aufgemacht? Ich habe den nämlich nicht gedrückt. Komm rein. Mach die Tür zu. Du hast sie auch aufgemacht. Tür zu. So, das ist jetzt unser Zuhause, okay? Der wuselt aber rum, du. Oh! Ein bisschen wahnsinnig macht er mich ja schon. Boston Bugle. Aufkriegsgeld. Stange Zigaretten. Müp, 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 müp. Wieder aus. Warum muss man seine Krallen die ganze Zeit hören? Das hört sich an, als würde der Hund auf Laminat rumlaufen. Was ist das? Level up. Ach so. Ja, gut, mache ich gleich. Jet. Kronkortenvorrat. Hat da gerade jemand geredet? Da ist jemand, ne? Ja, die Tür ist offen. Boah, mich jetzt jemand erschreckt, ne? Hab doch die Tür zugemacht. Lass die Tür zu, Hund. Hund! Komischer Kauz. Esotronik. Nichts drin. Okay. Einfach mal mitnehmen. Rattengift. Hey. Knopf. Tschüss. Werkstatt. Hi. Werkzeugkiste, ist das meine? Ja, dieser Hund. Problem. Power-Rüstungsstation. Ist das hier meine Tankstelle? Stehe ich das richtig? Bah! Ja, was? Was kriegst du so rum? Warte mal, ich habe ein Level-Up, hat er gesagt. Wie mache ich das denn? Sieh dich in Concord um. Okay, Statistik, Skills. Level 2. Wie kann... Ah, Level-Up, T. Auswählen. Du beherrschst die Kunst des Hand. Achso, hier jetzt. Mhm. Ach, jetzt kann ich nach unten gehen oder hier oben weitermachen, oder wie? Verstehst du es richtig? Eisenfaust. Kanalisiere dein Chi, um eine zerstörerische Wut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe. Nee, das finde ich blöd. Langfinger. Deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstahl. Nee, Härte. Jetzt kannst du richtig einchecken. Du hältst sofort 10 plus Schadensresistenz. Meisterhändler. Du beherrschst die Kunst des Handelns. Beim Kaufen und Verkaufen, beim Handeln erzielst du bessere Preise. Lass dich von Voltec leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im Watz angezeigt.
Aha. Ist das nicht immer so? Revolverheld. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht automatisch Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Schatzsucher, du weißt, wie man die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findest mehr Kung. Ich mach das hier. Ja, ja. Boom. Habe ich noch mehr oder wie viel? Ich sehe das nicht. Nächster Rang, alt. Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Ach so, du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Jetzt kannst du richtig einstecken. Nächster Rang. Ach so, das ist eine Vorschau oder was? Spieltabelle. Na gut, da sieht man jetzt aber nichts. Ah, okay. Mhm. Noch irgendwas? Kann ich noch irgendwas ändern hier? Scheint nicht. Skill-Tabelle. Man konnte doch früher immer mehrere Sachen machen. Hm. Ist ein bisschen mau, ne? Muss ich ja sagen. Da müssen wir hin. Ja, unten müssen wir hin. Boah. Ich habe hier ein bisschen Angst, ne? Was los, Dogmeat? Komm. Kleiner Freund. Jupp, da durch. Einfach da durch. Wir sind hier lang. Glaube ich zumindest. Jo. Hast du unser Zuhause abgeschlossen? Komm, wir laufen nochmal. Musst du zumachen. Sonst kommen solche Scheißviecher rein. Kann ich zuschließen. Ja, das ist auch egal. Komm. Gehen einfach mal die Straße entlang, Dogmeat, damit wir safer sind. Was? Was, 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 was? Käfer, was? Jungtier. Wah! Noch nie gesehen. Was hat der? Ein Rüssel. Oh Gott, die Brahme, die Arme. Ich glaube, ich brauche ein Stimpack. Stimpack. Wo lang? Gehen wir lang, Dogmeat. Na, gehen wir einfach mal. Ich fühle mich ja nicht so wohl, ne? Ach, das ist schon Concord. Und jetzt? Na ja, Dogmeat. Wir suchen jetzt erstmal Leute, bevor wir alles absuchen. Da schießen welche. Oh, da ist ein Feuer. Wer schießt denn her? Noch mehr Feuer. Was ist hier los? Da sind Menschen. Die nett. Die nicht nett. Wer weiß das schon. Hund hat einen Gegner entdeckt. Oh, das war kein großer Fehler. Ich will Wands benutzen.
dem Balkon! Ja! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Wo bist du denn? Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Welche Lasermuskete? Ja, egal, alles mitnehmen. Nur nimm die Lasermuskete mit. Ja, was? Schrotflinte! Schrotflinte! Schrotpatrone. Alles mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich gleich überladen. Was ist eine Ledermuskete? Hat der die oder was? Lasermuskete. Können aufgeladen werden, indem du R wiederholt drückst. Je mehr Ladung du vermehrst, desto höher ist der Schaden. Decker-Outfit, Filzer, Filzhut. Yay, das ist ja schon geil hier. Du mit deinen Fingernägeln. Ey, das läuft auf der Straße. Nicht auf dem Fliesenboden. Was los? Boah, die möchte die Krallen stutzen, der hat mein Hund. Ach, das ist ja mein Hund. Warum stutze ich ihm nicht die Krallen? Museum. Oh man. Das Raider oder was? Hallo. Jo. Schön. Also es ist auf jeden Fall, man kann schon fast sagen, ein bisschen mehr noch zum Shooter geworden, das Spiel, weil Schießen ist jetzt echt schwerer geworden. Ich hatte gerade voll den Spaß. Wo bist du denn? Süßer. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ich würde gerne wissen, wo du bist. Hm? Lichtschalter? Keine britischen Besatzer mehr. Hast Angst, was? Oh Gott, ist das gut gemacht. Das ist ein Museum. Gruselig, gruselig. Oh, das ist voll gruselig. Wie so ein Gruselkabinett. Scheiße, was? Ja. Jetzt gehörst du mir, Mann. Mann. Boah, dass der immer hier zwischen Ego und Dings wechselt, das nervt mich ein bisschen. Heftig. Ui. Anna mal bitte. Dankeschön. Was ist das hier? Ah. Ey, ich finde so viele Sachen. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal hier. Dogmeat, geh mal aus dem Weg. Keller sind immer toll. Fühlt man sich richtig wohl. Sehe ich das richtig, das... Moment. Lass mich... Lass mich! Hey, mein kleiner... Schnutzi-Putz. Was ist hier drin? Habe ich jetzt das kaputt gemacht? Oh, das tut mir leid. Wir müssen hier hoch, glaube ich. Oberer Schädel, what? Nee, ich will keinen Schädel, dankeschön. Habe ich schon in meiner Sammlung.
Hallo. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Oh, sei ja nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du... Versteck dich von... Ja. Los, Doc Meat. Yeah! Geh mir in die Kehle! An den Gurgel! Gut gemacht. Aufgepasst. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Wie geht's dir, Kumpel? Wie er mich anguckt. Egal. Was soll's, Junge? Fein. Das kennen wir ja auch noch. Woher? Ich muss jetzt mal ganz kurz hier mal das Inventar abstecken. Alter. Level up. Achso. Machen wir gleich. Boah, mit Leuchtwiese, improvisierte Automatikpistole. Doppelläufige Schrotflinte, ja hallo. Alle Angriffe haben bestimmten Schadenstyp. Ballistische Energie, Strahlung oder Gift. Ja, läuft. Kleidung, genau. Ehering. Wenn du Rüstung trägst, erhöhst du dass deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen gegen andere sind Rüstungen aber wirkungslos. Achso. Hey. Lederkombi, Lederrüstung, rechtes Bein. Lederkombi, was ist das? Schadensresistenz. Ja gut, die Volt-Anzug hat gar keinen Schaden. Okay. Machen wir mal. Rechter Arm, rechtes Bein, rechtes, linkes Bein. Linker Arm. Harnisch. Nee, so. Harnisch. Keine Ahnung, was ich hier tue. Wer war das? Oh nee. Ich muss hier noch durchblicken. Rechtes Bein. Okay. Gut. Dann sind wir doch mal im Level up. Schadensresistenz ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Können wir die oben auch noch weitermachen? Ja, ne? Ich mach das, wie die Anforderungen nicht erfüllt. Also. Ja, gut. Charisma, Ausdauer. Ja, nehmen wir mal an. Haben wir ein bisschen Wahrnehmung erhöht. Ja. Läuft. Ging es da weiter? Ging es da weiter, Doc Meat? Ging es da weiter, hab ich doch gesehen. Man nicht alles mitnehmen hier. Schon ein bisschen eklig. Na komm, Doc Meat. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Hallo? Oh, scheiße, nein! Oh! Ui, ui, ui! Doc Meat! Vergib dich! Ganz schnell! Halt die Klappe! Oh,
Jetzt habe ich irgendwas mitgenommen. Ja. Hund! Okay. Hund geht einfach mal rein. Durchsucht die Umgebung. Mach mal. Mach mal einfach. Ja, ich weiß. Müssen wir nochmal abgucken hier. Ich bin ein notorischer Sammler. Ich kann nicht. Haklammer zum Beispiel. Los geht's. Noch nicht los geht's. Ich bin noch nicht bereit. Liebe Leute von heute, ich bin noch nicht bereit. So, hallo. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Finde die festsitzenden Siedler, sprich mit Preston Garvey. Hallo, Preston Garvey. Minutemen. Nee. Auf der Durchreise, du schuldest mir was, helfe gern. Minutemen? Oh Gott. Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Mhm. Wer sind diese Leute? Meine eigenen Probleme? Die Welt hat sich verändert? Erzähl weiter. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Das ist eine grausame Weltpech. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen? Taugt hoffentlich was. Das ist super, sag es mir. Wird das reichen? Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Power-Rüstung? Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und... Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Lösung? Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wir kommen wo man nicht eine an findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ja, irgendwer hat das schon besorgt, glaube ich. Habe ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Woo. Boo. Letzte Fusion, Kern in die Powerrüstung. Ich finde das ja cool bei den Gesprächen, dass man so eine Animation hat, mit dem man redet. Das ist echt cool gemacht. Oh, Robco von Sie. Verdammt nochmal, ja. Okay. Hanzo. Atomic Command. Nehmen. Verdammt nochmal, ja, okay.
wenn die Freiheit ruft. Ja, Inventar, Hilfsmittel, diverses. Was kann man damit machen? Warte mal, lesen. Ach so. Ich dachte, man kann die lesen. Du bist special? Untersuchen. Ach so. Hallo. Weiter. Okay. Aber das hier kann man doch bestimmt wiedergeben. Einmal rein. Oh, das ist ein Spiel. Bam. Muss ich die abschießen oder was? Wieso? Kann ich nicht abschießen. So. Toll. Wir hier raus. Ja. Ja. Okay. Gut, machen wir mal aus. Das sieht so ein bisschen. Hallo. Sturgis. Der Fusionskern wird's bringen, glaub mir. Entschuldigung. Also, Sturgis ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Mhm. Ja, genau. Lass mich. Hund! Mach keinen Scheiß. Hallo. Ma'am. Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Doc, er ist ein dummer Köter, er ist ein guter Hund, er hat mich hierher geführt. Darkmeat? Er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Darkmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Gesehen? Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Ich bin weg. Rede weiter, das ist unglaublich. Das dritte Auge? Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Sag bloß. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was gibt's? Wir sind verloren, ich halte es auf, okay? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen, bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh, aber jetzt bin ich müde. Hey. Klar. Du bist also wirklich Darkmeat. Die Fliege. Er hat die Fliege gegessen. Gott, bist du süß. Wie ein echter Hund. Das hat unser Hund auch immer gemacht. Fliege gegessen. Hallo, Marcy. Alles klar? Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Dann geh doch selbst raus. Blöde Kuh. Oder versauer hier. Gott, wie ich sowas ab kann, ey. Nee, weggeh, Puppe. Bingo. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Warnung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Yes! Boom! Bingo. Okay, das ist kaputt. Wer bist du denn? Alles in Ordnung? Oh Gott. Nein. Warum? Warum? Okay, ich kann ja verstehen, dass das schwer ist, aber rumheulen bringt ja auch nichts, ne? Dann schauen wir uns mal die Hände in die Hand nehmen, die Beine in die Hand nehmen. Und machen. Einfach machen. Weinen hilft da auch nicht.
Glühbirne. Was hier? Oh nee, ich wollte nicht raus. Ich wollte doch gar nicht raus. Oder wollte ich raus? Eigentlich kann ich schon raus, ne? Ach, da ist ja die Power-Rüstung. Bäm. Michael Dealey, was ist denn das? Oh. Hallo. Doc Meter ist was gefunden. Was denn? Was denn? Hä? Wo denn? Wo denn? Was denn? Hund! Bin ich wahnsinnig? Wo denn? Hier drin? Was ist los mit ihm? Was denn, Doc Meat? Hey, was? Hund. Wir müssen da rein. Vertrau mir. Oh. Warte, draußen ist was. Okay. Gefunden. Warum kommst du nicht runter? Lass uns mit den Jungs ein bisschen plaudern. Feuerschüsse. Oh nein. Nein, rein da. So, kurze Pause. Press Pause. Denn hier mache ich jetzt erstmal ein Folgenpäuschen. Wir haben ja einiges wieder in dieser Folge gesehen. Wir sind hier nach Concord gekommen, haben die Raider bekämpft, haben mit diesen netten Leuten von den Minutemen oder beziehungsweise der eine gesprochen und sollen jetzt mit dieser Power-Rüstung hier richtig loslegen. Wir sehen ja schon, da unten geht die Party ab. Fallout 4 ist anscheinend doch viel actionreicher geworden. Ich freue mich, habe auch ein bisschen Angst für die nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst mir eine kleine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Beep.